Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feines Grillen, Barbecue. Heute machen wir türkische gefüllte Hühnchenbrust, super lecker, mit einer geilen Knoblauchsoße. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ein paar Zutaten brauchen wir dafür. Und zwar habe ich für unsere Soße hier, einmal habe ich türkischen Joghurt, der ist so 10%, ja. Wenn der griechische nehmt, ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich da vorne 500 Gramm. Da vorne sind 5 Knoblauchzehen, dann eine Prise Salz, Prise Zucker. Ein Esslöffel voll frecher Feta, mit meiner Gewürzmischung. Wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr euch die gerne kaufen oder notfalls nachmischen. Support ist gemord, ihr wisst schon, wie das läuft. Ein kleinen Schuck Olivenöl und so ungefähr 50-60 Milliliter Milch. Und dann für das Hühnchen an sich haben wir hier so ausgelöste Hühnerkeulen, Sucukwurst und Goldbroiler, jeweils eine halbe Sucukwurst für eine Hühnerbrust. Und das ist ein bisschen Antipasti nebenbei, dass der Teller ein bisschen hübscher aussieht. Zum Umrühren haben wir noch Schneebesen, zum Fixieren Zahnstocher und zum Grillen wie immer ein scharfes Messer und ein Brett. So, dann schlagen wir als allererstes mal die Sucuk aus der Pelle. Also wer Sucuk nicht kennt, das ist so eine türkische Knoblauchwurst. Also ich unterstelle mal, dass die türkisch ist, weil ich die immer so vom Türken kenne. Vielleicht ist die auch, keine Ahnung, aserbaidschanisch oder irgendwas. Aber ich glaube, sie ist türkisch. Könnt man bei Wikipedia mal nachlesen. Falls ihr das genau wisst, könnt ihr das ja als Kommentar mal unter diesem Video schreiben. Vielleicht lernen wir alle was dazu. Und die Sucuk halbieren wir dann einfach ganz tief entspannt einfach mal so der Länge nach. So, und dann ist easy. Dann nehmen wir so eine ausgebeinte Hühnerkeule, packen die Sucuk rein, ziehen die Haut und das Fleisch rechts und links rüber. Und dann nehmen wir hier Spieße und fixieren die ganze Sache miteinander. Einfach, dass das doch alles schön beieinander bleibt. Aber guck mal, manchmal sind die ein bisschen schmal. Dann kann man sie ein bisschen breiter drücken. Und dann nimmst du halt bloß eine Viertel Sucuk da drin. Die tut es vom Geschmack hoch. Dann kriegst du das noch ein bisschen besser gerollt. Du musst einfach gucken, wie groß die sind, die dir dein Metzger oder dein Supermarkt da im Regal liegen hat. Hier ist jetzt tatsächlich ein bisschen so angelegt die Sache, dass wir so ein bisschen die Füllung so kleiner machen müssen. Aber da kann man ja spielen. So legen wir die jetzt hin, dass die Hautseite bei allen vier Stücken nach oben ist. Noch ein bisschen Olivenöl drauf. Immer glatt reiben. So, ganz simpel. Einfach die Finger dafür. Und dann ein bisschen Gewürz drauf. Ungefähr so. So, kann man auch mit den Fingern einfach nochmal glatt streichen. Mal schön, wenn ein bisschen Fett dran ist, dann hat man gleich ein bisschen Glanz. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Und dann können wir mit den Burschen schon mal angrillen. So, die Haut nach unten. Die ist etwas zerpflückte nach oben. Nachher auf dem Teller drehen wir es um, dann sieht es schöner aus. Aber im Grill macht sich das so besser, weil jetzt die ganze Sucuk-Geschmack zieht jetzt schön in das Fleisch ein. Geil. Wie heiß ist der Grill jetzt? 200 Grad und Grillzeit ist ungefähr eine halbe Stunde. So, dann hacken wir den Knoblauch klein. Also da schneide ich gar nicht, sondern da hacke ich einfach hier wild drauf los. Einfach mit dem Messer kreuz und quer durch. Das immer so zusammenziehen, bis der richtig schön fein ist. Das ist wahrscheinlich so die beste Variante, wie man das so als Nicht-Koch machen kann, ohne irgendwie seine Fingerspitzen in die Fahrt zu bringen. Das ist wirklich die Variante, finde ich am besten. So, wenn wir den so richtig schön klein gehackt haben, siehst du, der sieht super. Dann geben wir den schon zu unserem Joghurt dazu. Dazu kommt ein guter Esslöffel von dem frechen Feta-Gewürz. Eine ordentliche Prise Zucker. Dann eine etwas kleine Prise Salz. Ungefähr so. Ein kleiner Schluck Olivenöl, das macht das halt nochmal Schmatz, ja. Also vielleicht so 10, 15 Milliliter, viel ist es nicht. Und so 50, 60 Milliliter Milch. Und der Rest ist jetzt wenig spektakulär, sondern er wird einfach jetzt nur noch hier mit dem Schneebesen schön verrührt. So, zack. Und jetzt lassen wir die noch 25 Minuten stehen, weil das ist genau die Restzeit, die unser Hühnchen noch auf dem Grill braucht. Und das Schöne ist, die Zeit ist um und hier so sehen unsere Freunde aus. Leicht angebräunt, schön wie ein Hühnchen auszusehen hat. Und die nehmen wir jetzt so runter und kosten sie. Spieße raus. Die ist halt auch bei 200 Grad, so schnell verbrennen die nicht, brauchst du keine Angst haben. Draufsetzen. Dann kommt natürlich noch ein Klecks von unserer Knoblauchsoße mit dazu. Und schon haben wir so einen kleinen Teller fertig zum Wegnaschen. Und Wegnaschen ist ein Stichwort, das werde ich jetzt nämlich machen. Und von daher, Messer, Gabel, Mittelschnitt. Oh, sieht sehr gut aus. Schneide ich ein Stück ab mit der Gabel. So, bisschen
Knoblauchsoße drauf und auf euch, rinnen in die hohle Birne. Was soll ich sagen? Hühnchen, Haut ist top, Sucuk dazu, ein bisschen Bräutergewürz außen dran und mit Knoblauchcreme. Oh. Bitte so essen, aus dem fettig klebrige Träume gemacht sind. Finde ich super lecker und schmeckt direkt wie im Türkei-Urlaub. Das Komplizierteste, was man dafür braucht, ist die Sucuk. Wobei in den meisten Teilen Deutschland liebt sie zu kaufen. Ich sag mal so, Ostbrandenburg ist schwierig. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobiert, das mal selber macht und eine gute Zeit mit euren Freunden, eurer Familie habt beim Grillen und vielleicht einen Daumen nach oben da lassen, wohl einen Kommentar oder ein Abo. Ich weiß, das sind ziemlich viele Wünsche, die ich heute habe, aber vielleicht kriegt ihr das hin. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Okay. Ohne Scheiß hier. Gefüllte Kirschpaprikas. Mega.